Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Pokedentist. Wir werden heute zu einem kleinen, ja, Oster-Special, sage ich mal, Shiny Treasures hier öffnen, auf Japanisch, das japanische Set zu Paldeas Schicksale. Und genau, ich bin etwas angeschlagen, deswegen hört sich meine Stimme vielleicht ein bisschen schlechter an als sonst. ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich es ebenfalls geschafft, gerade am heutigen Ostersonntag, wo ich dieses Video aufnehme, die 1000 Abonnenten zu knacken. Dafür vielen, vielen Dank an alle, die hier immer einschalten. Die meisten schauen sich natürlich die Shorts-Videos an, aber dennoch hoffe ich, dass auch meine normalen Videos, in Anführungszeichen, ja, gut ankommen. Und deswegen werde ich heute einfach als kleines Oster-Special, das 1000-Abo-Special wird dann extra kommen, werde ich diese Shiny Treasures öffnen und schauen wir einfach mal, was das gibt heute. Wir machen hier mal den schönen Cut irgendwo. Wo mache ich den am besten? Wahrscheinlich irgendwo hier. So, genau. Ja, und wie gehabt, wir machen hier die Folie weg. Ich würde einmal schnipsen und dann ist das Ding offen. So, ich will euch das natürlich nicht vorenthalten. Die Folie ist ab, aber das machen wir doch auf. Und was ist denn das für ein cooles Set? Das muss ich immer wieder sagen. Was tue ich da? Wir müssen natürlich erst einmal so machen. Dann machen wir so auf und gucken natürlich, ob wir gescannt wurden. Ah, sieht ganz gut aus. Wohl eher nicht. So, draußen fängt es heute auch irgendwie gerade an zu donnern. Sortiert und machen wir wieder da rein, dass wir hier schön uns aus dem Display bedienen dürfen. Genau, für das 1000 Abo Special habe ich übrigens was richtig Cooles geplant. Das verrate ich jetzt aber noch nicht, muss alles klappen. Deswegen machen wir jetzt einmal hier das erste Booster auf. Und ich glaube, der Kartentrick, oh Gott, ich weiß es nicht, ist, glaube ich, 3 nach vorne oder so. Das wäre jetzt der absolute Fail, wenn nicht. Ich versuch's mal. Okay, wir haben hier auf jeden Fall einen Luftballon. Und Montenegro, eine Postkarte, ein Blümlein, Winguru. Da ist eine Holokarte. Noch eine Holokarte. Oh nein, das war jetzt schon die Secret Rare. Die habe ich genau, die gleiche habe ich letztes Mal schon gezogen, glaube ich. Das wäre natürlich jetzt das erste Pack und damit auch der Pull schon quasi. Schauen wir aber mal weiter. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Man kann natürlich noch Baby-Shinies und so ziehen. Und SRR ist, glaube ich, auch noch da drin. Aber so ganz weiß jetzt nicht, ob das so cool ist jetzt. Ich lege die auf jeden Fall mal, diese schönen Reverse, und dann lege ich die mal hier hin. Und wir schauen mal rein. So, hier ist Fragrunz oder die Weiterentwicklung von dem Kollegen. Pelipper. Ein schönes Glutexo. Mieps. Die erste Holokarte. Pamo. Sehr süß. Und eine Baby Shiny. Was ist denn das? Also wirklich. Und Tauboss EX. Coole Karte. Hier, wie gesagt, die Baby Shiny. Ich bin ehrlich, ich habe gerade keine Ahnung, was für ein Pokémon es ist. Aber immerhin eine Baby-Shiny. So. Weiter geht es. Ich weiß gar nicht, wie hier. Ich weiß, dass man hier aus diesen Boxen ein Godpack ziehen kann. Aber Chance, wie wir wissen, sehr gering. Das ist das zweite Display, was ich davon aufmache. Und so. Rein da. Der Rucksackträger. Pipi. Nee, Pi. Leval. Oh Gott. Hefel.
Stichlor, Pikachu, die lege ich mir mal zur Seite. Dann habe ich hier Krüppuk, Gifloholo und Taubsi. Oh, oh, cool. Jetzt bin ich gerade zu Tode erschrocken. Eben habe ich echt gedacht, dass es richtig krank ist. Aber ein Glugak nimmt man natürlich immer mit. Natürlich hätte ich lieber das Shiny Glugak gezogen, aber cooler Pull. Weiter. Wie viele Booster haben wir schon geöffnet? Das ist jetzt das vierte von 10. Und immerhin hat der Kartentrick gestimmt, den ich gemacht habe bisher. 1, 2, 3. Wie gesagt, das, ich habe das irgendwie für 52, 53 Euro gekauft. Mittlerweile sind wir da schon bei 45, habe ich heute gesehen, bei Pokécorner, was natürlich jetzt hier keine Werbung ist, gibt es auch woanders, aber dort beziehe ich mein Stuff. So, und wir haben hier Flamingo, eine Energiekarte, ein Staubsauger, dann haben wir hier das, die Holo-Karte, Kinatox, meine ich. Bro, ist die hässlich. Okay. Oh, die nächste Baby Shiny. Sehr süß. Oh. Und der Wal. Und. Ich mag es gar nicht. Ich möchte nicht mehr über die sprechen. Wer die anderen Videos auf meinem Kanal gesehen hat, weiß warum. Das sind die Schüler. Die sind immer da. Die können auch verdeckt sein. Das macht nichts. So, der Sulord. Und die Baby-Shiny-Karte. Und weiter geht's mit dem fünften Booster. Sieht eigentlich bisher ganz cool aus. Ja, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten beim 1000-Abo-Special, aber es hat etwas mit der alten Ära zu tun, also nicht mit Scarlet and Violet, also Kamezin Purpur, sondern eher was mit Schwert und Schild. Und da schauen wir dann mal rein. Jetzt gucken wir aber erstmal, was wir hier haben. Wir haben hier eine Angel. Immer cool gewesen in den Pokémon-Spielen zu angeln. Wenn man die dann endlich bekommen hat, die Angel, die Super-Angel und dann noch, weiß nicht, ob es noch eine Überangel gab, aber so, Tanzer guckt da aus dem Baum heraus. Taubora fliegt irgendwo hin und Knuddeluff freut sich, weil es über eine Brücke gelaufen ist. Und der Aal mit dem Kleinen hier in dem Mund. Was haben wir noch? Das ist wieder so eine coole, also ich muss sagen, diese Reverse-Karten sind echt nice. Und what the? Die Schnecke. Die dicke Schnecke ist da. Gut. Sechstes Booster. Macht schon Spaß, diese High-Class-Sets. Die japanischen. Ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht so lange im Japan-Business. Hab natürlich ein paar japanische Karten. Aber ja, meistens eigentlich, bin ich ehrlich, Deutsch oder Englisch. Jetzt geht's aber weiter mit dem sechsten Booster. Und wir haben Schlickdri. In sehr rosa. So. Och, der arme Kerl. Das sieht ja brutal traurig aus. Na, schlechter Tag gehabt. Quacks. Toller Starter. Dann haben wir hier Taubsi. Den Todeshund. Xerox. Einen Pokéball Reverse und Simsala. Ganz schön viele Karten. Was ist so? Machen wir weiter. Ich hätte gerne jetzt mal Pikachu als. Oder Glumanda, bitte. Oder einfach. Also als Shiny-Karten. Baby-Shinies. Würde aber auch ein God-Pack nehmen. Wäre jetzt kein Problem für mich. So, sorry, da musste ich kurz husten.
Da kommt natürlich ein Cut rein. 1, 2, 3. Wie gesagt, etwas angeschlagen zurzeit. Und weiter geht es. Die Schüler. Dann haben wir hier den Hund. Ah, Mist. Shako, Shugo. Keine Ahnung. Süß. Wie es da mit den Kakteen steht. Und das Mirabla ist im Blumentopf. Azogladis, Holo. Barrikadas, glaube ich, Holo. Und ein Dodu. Sieht aber trotzdem geil aus, muss ich sagen, diese Reverse-Effekt. Da können unsere nicht mithalten, finde ich. Und zu guter Letzt noch. Ja, wieso nicht? Den nimmt man doch auch mit, den guten Kollegen. Ich muss jetzt hier ein bisschen gucken. Ich würde mal sagen, wir legen es einfach mal so. Oh. Und wir haben das 7. Booster, meine ich. Vielleicht auch das 8. Sehen wir gleich. Ich habe den Überblick verloren vor lauter Pokémon-Boostern. So, 1, 2, 3. Schöne Qualität der japanischen Karten, das muss man immer wieder sagen. Und wir gehen mal rein mit. Leider kann man hier keine Energie raten, aber da ist ein Hyperball. Pantimimi. Gott. Der Jalapeno Boy. Der rennt da beim Jalapeno Busch rum. So, dann haben wir hier eine Holo-Karte. Noch eine Holo-Karte. Niemand möchte ihn, es jedoch überall. Und Koraidon noch neben Miraidon. Den legen wir mal da dazu. Und ja, ich hasse ihn. Tut mir leid. Egal, ich habe ihn noch nicht auf Japanisch. So, wir haben noch, warte, das muss ich mal kurz gucken. 2 Booster. Das heißt, das war eben tatsächlich das 7. Das 8. Jetzt kommt das 9. Und am Ende das 10. So, sorry fürs Nase hochziehen. Und ich merke immer wieder, ich kann einfach toll zählen. Oh. So. Ich call jetzt Godpack. 1, 2, 3. Kein Feuer, weil wir können ja gar kein Feuer legen. Okay. Ja. Pachisu. Knospi, Schlickt, Spacho, Dodo. Das war übrigens kein Godpack. Dann haben wir hier Snibunia, Ditto. Eine recht schlechte Baby-Shiny-Ausbeute, aber es bleibt auch dabei. Wir haben jetzt noch ein Goldfisch. Aber ist okay. Ich habe echt viele EX-Karten hier, weil ich glaube, das normal ist bei diesen Sets. Und jetzt, Last Pack Magic, das Display ist leer. Drückt mir die Daumen. Wir sind dabei mit einem Wir wollen noch eine Baby-Shiny wenigstens. Kommt schon. Driftlon. Mankey rast irgendwo hin. Der Delfin freut sich auf seine Weiterentwicklung und den Terror, den er machen kann. Dann haben wir hier noch Fragrunz. Nee, Ferkuli, Entschuldigung. Ach, wie schön. Mimikma. Choreo Vogel. Mankey Reverse. Und Baojin EX. Okay. Das ist die Ausbeute aus dem Display. Ich mache hier nochmal ein bisschen Platz, dann sieht man es. Einige EX-Karten. 2 Baby-Shinies. Und hier ist eigentlich so die SAR, die da drinne
quasi jetzt der Pulver. Leider genau die gleiche, die ich letztes Mal schon gezogen habe. Aber wir haben immerhin noch hier ein Glurak EX. Und ja. Damit vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend, Morgen, wann immer ihr das Video schaut. Und ja, damit. Ciao, ciao.